Krawatte. Ja, das weiß ich. Ja. Warum am Handgelenk? Ja, das ist doch schon mal eigentlich ganz schön. Man trägt eine Krawatte und zeigt, dass man Krawatten auch anders tragen kann. Anders sein, um jeden Preis. Doch das Sein reicht ihnen nicht. Der affektierte Schein vermasselt den historischen Moment. Der Regierende erlebt zahnlose Piraten. In meiner langen parlamentarischen Zeit haben wir hier ganz andere Erscheinungen gehabt, die auffälliger waren als das, was jetzt heute von den Piraten kam. Sie provozieren nicht, sie demonstrieren nicht, sie freuen sich nur, dazuzugehören. Übers Internet sollen alle teilhaben, jetzt und sofort, zeitgleich. Sie chatten, mailen, twittern während der laufenden Sitzung. Sie nutzen das Internet, um alle, die es wollen, teilhaben zu lassen. Die Piraten sind die einzige politische Partei, die diese Instrumente für ihre Arbeitsweise nutzt und deshalb auch sich von den anderen Parteien unterscheidet. Ohne Internet sind Piraten nicht arbeitsfähig. Es ist die Grundlage ihrer Politik, ihrer Kommunikation, ihres Seins. Sie haben eine Software entwickelt, die jedem ermöglicht, über jede einzelne politische Sachfrage mitzuentscheiden. Oh, es kam schon die erste Antwort von einem Fraktionskollegen, der sich auch natürlich über Twitter mit mir verständigt. Das hat sich über 2, 3, 4 Jahre entwickelt. Und ein Großteil des politischen Personals hat das gar nicht mitbekommen, ich auch nicht. Ich habe gesimst, ich habe im Internet gesurft. Und trotzdem war mir nicht klar, dass sich politische Kommunikation grundlegend verändert. Wurden Piraten deshalb gewählt? 8,9% fürs Twittern? Nein, sie haben Inhalte. Sie werben für polyamore Lebensformen, Medienunterricht für Eltern und Namensschilder für Polizisten. Zu Pflege, zu Steuern oder Euro-Rettung haben sie keine Antworten. Andere Parteien hatten hier zum Teil 60 Jahre Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, haben auch keine Lösungen für diese Probleme. Von daher finde ich, wir sind da ganz gut in der Zeit. Auf der Suche nach politischen Positionen sind die Piraten nach Island gereist, zum Kennenlernen einer dort regierenden Spaßpartei. Das Ergebnis der Gespräche war eine Declaration on Nothing, eine Vereinbarung über nichts. Denn nichts, so die Piraten, sei genauso viel wert wie Worthülsen, die niemand einhalte. Trotzdem glaube ich, dass wir die Tragfähigkeit dieser Bewegung nicht unterschätzen dürfen, weil sie zum einen professioneller und politischer ist, als viele glauben. Übrigens auch professioneller als die Grünen es am Anfang waren. Und weil zum Zweiten, glaube ich, auch manche bei den etablierten Parteien, auch bei den Oppositionsparteien, in den letzten Jahren Lücken gelassen haben. Peter Altmaier ist im Internet inzwischen Kult, seit auch er twittert. Doch der Unionsgeschäftsführer ist vor allem Stratege. Je mehr er die Piraten lobt, umso mehr schadet er Rot-Grün. Wahlkampf für Piraten. Da können sie sich über 5% etablieren und können, dass sie sich überwiegend aus dem links-alternativen Milieu auch bedienen, die Mehrheitsfähigkeit von Rot-Grün gefährden. Sie erregen Aufmerksamkeit. Die Medien wollen die Attraktion verstehen. Immerhin 6% würden die Piraten wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Es ist eine Projektion, ein Vorschuss. Geliefert haben die Piraten noch nichts.